Hallo Leute, herzlich willkommen zum wunderschönen neuen Part unseres Pokémon Blades Black und Worldwide 2 Egglock, Soling, Egglock, wie auch immer man es rum haben will, Abenteuer ist mit Kuschami, hallo. Hallo Leute, neues Team, neuer Part, neues Glück, wir haben ein bisschen, ja, Team umgeändert, damit es so ein bisschen ausgeglichener ist. Ich habe alles, was sich auf Level 36 entwickelt, mal ein Level höher trainiert, ja, damit ich halt, ist dein eigentlich ein Dragon-Teil? Da. Oh, das ist eine gute Frage. Nee, leider der nicht. Der hat ja Drachenpuls bei der Nee, Entwicklung gelernt und der. das würde äußerst viel Sinn ergeben. Das ist korrekt, aber nein, ist er nicht. Das ist äußerst deprimierend. Ja gut, Ja. wir machen einfach weiter, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr einen schönen Tag, schöne Woche. Ist ja Ja. Montag, ne? Ja, es müsste Montag. Ja, es ist Montag, Ja. Freunde. Gestern hat Was er auch mal sagen wieder eine inzwischen GPL gewonnen, dies, das. Ja. Richtig. Ja. Typischer Montag Ja, halt, typischer naja. Montag halt, ja. Ja, Kann typischer man sagen. Montag. So, ich hoffe, du hast nicht verloren jetzt, das wäre ein bisschen unangenehm. Das wäre jetzt echt unangenehm, wenn du verloren hättest, ja. Nee, sonntags spielst du ja. Ja, aber du kannst ja auch verloren Ja, das haben. stimmt, aber Wäre das. ja trotzdem Ja, unangenehm, wenn du das ist verloren hast, korrekt. oder? Das sprechen wir gleich mal im nächsten Part dann an. Ach ja, Ach Freunde. ja. So, Team Plasma, ich Kuscha, hab. wie geht's dir denn? Irgendwie. Was ist so? Leute, trinkt kein Alkohol. Kinder, trinkt kein Alkohol. Wirklich, vertraut mir. Das ist schrecklich. Das sagen sie, alle sagen es immer wieder und tun es am Ende doch. Nur der feine Downy, der bleibt alkoholfrei. Es wurde sich gestern das ein oder andere Lifestyle-Getränk einverleibt. Das ein oder andere Getränk literweise. Das zweite oder dritte Getränk auch literweise. Ich hab jetzt wirklich, gestern war zu viel. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Bisschen Magen, bisschen alles kaputt einfach, aber the show must go on, deswegen stehe ich hier und töte die Zendrapendra, genau, Zerapendra jetzt. Show must go on, Ja, Freunde, ihr, was denn? Deshalb sind wir hier. Es ist So auch nicht sieht's gesagt, wir aus. wollen zweimal die Woche aufnehmen diese Woche, damit wir voraus Nee, sind, nee, die nee, Star. nee, 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 das hat Kuscha gesagt. Wenn es nach mir ginge, hätte ich gesagt, wir sind schon eh gut genug im Voraus. Echt? Ich Ja. hab das dir zuliebe vorgeschlagen, aber okay, gut. Das, Echt? Nee, ich ja. hatte halt. Hä, Kuscha, wir sind also mit die. Um euch kurz ein Ja, lass jetzt einfach bisschen auf in dem Part abkommen. Status-Updates zu geben. Lass Was? einfach Aufnahme abbrechen. Okay, dann brechen wir jetzt die Aufnahme ab. Perfekt. So, Freunde, das war's für diesen Part. Wir laden den Part dann einfach Wenn euch der hoch. Part Geile. gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Nächste Woche dann wieder. Ah, nee, wir sind am Montag, egal. Ja, nee, Auf aber. jeden Fall. Ja, sorry. Ja, wir nehmen das halt jetzt im Voraus so auf, damit ne, ihr eure Perte-Lines bekommt. So wegen mir, ich bin ehrlich, wenn man 2 Wochen im Voraus ist, reicht das. Ich versuche ja momentan auch ein bisschen von diesem 2 Wochen im Voraus wegzukommen, damit einfach das mit der Kommentarinteraktion funktioniert, weil ich gemerkt habe, dass das schon echt hart nervig ist. Gleichzeitig fühle ich mich dann immer mächtig prächtig unter Druck gesetzt. Weil du dann in derselben Woche quasi aufnehmen musst für die nächste Woche und schneiden musst für die nächste Woche und bisher. Was Ich bin im Magneton drin geblieben irgendwie, ich weiß auch nicht, mit Sturdy, das war. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Moment, das müssen wir jetzt mal kurz ansprechen. Es haben Leute unter die ersten Parts schon geschrieben, dass wir zu hoch leveln. Und eigentlich war es nur, glaube ich, das mit dem zu hoch leveln mit den Rare Candies. Aber ich bin ehrlich zu euch, ich habe erstens gar keinen Bock, in den ersten Parts Mons zu verlieren, wo man eigentlich keine Mons verlieren muss. So, ich sehe euren Punkt und sage, ja, aber es macht spannender und so. Freunde, glaubt mir, wir werden ab jetzt, ich schätze zumindest, Guck mal. Das Roundabout, ja. Ich habe schon Pokémon an Chanera mit Konter verloren. Das ist das alles möglich. Noch dazu. Da wollte ich gleich noch zu kommen. Aber es ist halt auch so, dass das am Anfang meiner Meinung nach eine Egglock immer also komplett unspannend ist, wenn man halt den Gegner nicht verändert. Weil Ja. natürlich haben wir jetzt hier bis zu diesem Punkt verdammt starke Pokémon. Jetzt sind wir aber langsam an dem Punkt, wo alles roundabout 30, 35 rum hochgeht. Die nächste Level Cap ist nämlich 42 zum Beispiel. Da ist das meiste vollständig entwickelt. Ey, du kannst das echt nicht sagen, während du einen Scheiß Tarnel tötest mit deinem Superpower Pandya. Das ist wirklich, das Ja, ist grad. das ist jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Aber guck mal, das ist ja auch genau das Problem. So, ich kann ja nichts dafür, dass die Gegner jetzt gerade kacke sind. So, ich sehe den Punkt, dass man sagt, ja, dann ja. level nicht so hoch. Ich sage euch, wie es ist, wenn ich einen Mon so dumm wie Kuscha. Also, es geht eigentlich nicht mehr dümmer, einen Mon zu verlieren. Kuscha hat die Messlatte schon sehr weit nach oben gesetzt. Hey. Aber wir brauchen für später die Encounter, denn
Das ist so, wenn man am Anfang Mons verliert, denkt man sich noch, ach, ist nicht schlimm, es kommen ja noch Encounter, aber die brauchst du vielleicht im späteren Spielverlauf. Und das ist dann einfach so ein Stein, den man damit ins Rollen auch bringt, der das Ganze sehr schwierig macht. Noch dazu, wir machen zum ersten Mal sowas hier, wir können das Ding, ja, ich bin eben ehrlich, ich und kann das. Und es gab es auch nie auf YouTube, so, wir haben bei Prezen gesehen, okay, Prezen hat Tränke benutzt. Doch, es wurde tatsächlich in die Kommentare geschrieben, Sirlo und Timo haben das mal gemacht in Sacred Gold und Storm Silver. Echt? Oh. Ja. Dann, das wusste ich nicht. Aber, ich auch nicht. Hier. Was wollte ich gerade sagen? Ja, okay, das haben wir halt nicht gesehen. Nicht. So, wir konnten ja nicht wissen, wie schwer das ist. Ja. Und dazu, wir haben halt zum Beispiel geguckt, Prezen hat ja das auch mal gespielt als Egglock, aber halt alleine. Und hatte der auch 27 Tode oder so und hat auch Tränke benutzt. Deswegen waren wir so, ja. Schwierig jetzt. Wenn wir das als Souling spielen. Deshalb, das ist auch so ein bisschen, ne? Ihr könnt gerne diese Kritik in die Kommentare schreiben. So ist gerne gesehen. Ihr müsst halt nur auch so ein bisschen an die Partanzahl, nenne ich es jetzt mal, denken, weil wir können das gerne schon so machen, dass wir auf Spannung gehen, aber wenn es dann halt am Ende 8 Parts sind, dann sind wir nicht schuld am Ende. Ja. Das sage ich euch, aber da seid ihr getrost schuld. Nee, aber das Ding ist halt einfach, Junge, das Smaragd ist dann immer versus Legendenprojekt. Ja, like, dass wer gesehen da hat. Sehr schnell Sachen in die Hose gehen können. Und das ist so ein bisschen ja so ein Ausprobierprojekt, ob man das hier dann vielleicht auch öfter machen kann. Ja. Also mit öfter meine ich halt zweimal im Jahr oder so. Ja, ja, nee, wenn ja, nicht, ja, also es kommt wenn jetzt nicht nach, öfter. Also, ja, also das kommt jetzt nicht hier nach so, die XY Egglock oder sowas. Nachdem wir jetzt das fertig haben. Oh fuck, jetzt habe ich einmal zu viel Kann man in Gold und Silber eine Egglock machen? Hat das jemand schon. Also, es ist natürlich super dumm, weil es kaum Eier gibt, aber so. Was? Hätte ich jetzt noch niemanden gesehen, glaube ich. Ja, eben. Kann man das so bearbeiten überhaupt, Gen 2? Ja, safe, ne? Ich denke schon, weil ab Gen 2 gibt es ja eigentlich Eier. Ja, eben. Kann man ab Gen 2 züchten? Ich glaube schon. Ich glaube, das macht halt niemand, weil es halt so eine kleine Auswahl an Mons gibt, so, aber. Ja, das sehe ich. Warte mal. Was ist jetzt die beste Auswahl fürs. Komm. Ich gehe mal mit meinen 3 Startern an den Start im Dreifachkampf. Wow. Kusha, wenn du jetzt auch noch die wundervollen Säulenattacken hättest, könntest boah, du das wäre echt Feld cool. Abhängen. Das wäre echt sehr cool. Wo gibt's? Du kommst jetzt dann zu den Säulen. Was? Jetzt dann. Ah, jetzt dann kommen jetzt, die Säulen und die Säulen haben 100 Base Power, ne? Die sind actually richtig gut. Ist besser als Flammenwurf eigentlich. Ja, dann. Also von dem her in die kann man schon reingehen. Oh. Da machen wir nichts verkehrt. Oh, das wäre so nice, wenn ich jetzt alle 3 Säulen zusammendrücken. Ah, oh, das wäre echt cool. Ach man, schade, das finde ich traurig. Ich sag, Dreifachkämpfe sollten zurückkommen. Ich verstehe nicht, warum sie die abgeschafft haben, wenn ich ehrlich bin. Also, ja, das war eigentlich eine nette Idee. Ja. Finde ich auch. Also es kam ja auch nicht irgendwie bestialisch häufig oder so vor. Deshalb, also ich fand's auch. Ich habe früher mit meinen Homies so, also es hat also 1-2 Homies von meinem Pokémon gespielt, wir haben immer Dreifachkämpfe gemacht, als ich noch nicht so competitive-mäßig unterwegs war. Das war unser Jam. Reihumkampf. Wobei ich muss sagen, Reihumkämpfe vermisse ich irgendwie nicht so sehr. Dreierkämpfe finde ich cool. Oh, jetzt der Icy Wind Support hier auf GPL angelehnt. Und mit dem gehe ich ganz dick raus, weil der könnte eine Kiefer-Attacke haben. Einfach mal Fake-Outen und gucken, was passiert. Ist, glaube ich, hier the way to go. Ja, auf jeden Fall später wird es wesentlich schwieriger werden. Das kann ich euch. Also da brauchen wir, glaube ich, alle gar nicht drüber reden. Und wie gesagt, für die nächste Egglock Souling wissen wir, dass sie ja dann so ein bisschen können alles ein bisschen besser einschätzen. Naja, dann kann man vielleicht sagen, auch gerne oder sowas, was weiß ich. Gerne Vorschläge an dem Punkt auch schon machen, wenn ihr schon merkt, okay, das und das hätten wir lieber so und so. Ich meine, am Ende spielen wir das Ding immer noch so, wie wir es wollen, weil wir müssen auch Spaß dran haben. So das ist nett. Das ist korrekt. Aber ja, das gucken wir dann einfach mal. Ne? Yeah. Was ist das? Wow. Lightspeed. Das war irgendein Schild. Das auch hier auf Double ist jetzt angelehnt oder wie? Ich bin actually echt gespannt, wie oft da Schilde und sowas gespielt werden. Ich auch. Also allgemein bin ich ja schon auf GPL so. Ja, das ist, also ihr müsst euch vorstellen, wir sind 3 Tage vorm Draft und ich frag mich halt, was für Mons werden gedraftet? Draftet sich wirklich jemand Zwirklub im B? Draftet sich wirklich jemand PP im B? Draftet sich jemand Ninetales im S? Draftet sich jemand Kurtel im S? So, das sind so Fragen. Auf die habe ich keine Antwort. Das ist absolut korrekt. Vor allem aber ist das Schlimme, ich hasse es, mich auf diesen Draft vorzubereiten. Also legitim, Jungs. Ich habe das Gefühl, du hast keine Ersatzpicks. Also legitim, selbst wenn du Ersatzpicks hast, also gerade für so Sachen wie im Doubles, wenn du zum Beispiel einen Follow Me oder Rage Powdermon haben willst. Also. Okay, alles gut. Oder? Killt das? Okay. Das Hydra-Gel hat gerade Ego-Trip Eisstrahl eingesetzt auf Nidoking. Das war gerade ganz unangenehm. Ja. Was war denn das gerade? Ach du Scheiße. Okay, ja, was wolltest du sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja, genau, zum Beispiel so Fake-Out-Mons oder auch Follow-Me-Mons.
wenn du dir die holen willst, halt, so, also jedes Follow-Me-Mon ist anders und du kannst das so schwer einplanen, meiner Meinung nach. Vor allem weißt du auch nie, wie die anderen Leute, das ist das Schlimmste, du weißt nicht, was wie priorisiert wird von anderen. So in den meisten Fällen weißt du grob, okay, Fairies sterben relativ früh aus und so Zeug. Mhm. Zur Not weißt du, du kannst große den Themen, mit dem ersetzen und sowas. Aber jetzt denkst du dir halt so, boah. Ich weiß gar nichts. Ja, eigentlich schon. Also, erstens weiß ich nicht, was die anderen machen. Und irgendwas mit irgendeinem Mon ersetzt ist auch nahezu unmöglich. Also ihr müsst euch vorstellen, zum aktuellen Zeitpunkt zum Beispiel überlegen wir, den Meteoros T zu first picken. Aber, ja. Und wir fragen uns halt gerade so, okay, wir sind aber Erster. Was wird in Runde 2 am Ende übrig bleiben? Bleibt Kaguron vielleicht übrig, der wäre cool. Bleibt Zeraora übrig, vielleicht wäre cool. Weil die haben Sachen, aber es ist halt die Frage, wie denken die anderen Teams? Denken die Teams hinten später vielleicht, dass sie sich erstmal so Tools holen wollen? Also erstmal direkt ein gutes Fake-Out, was halt Zeraora zum Beispiel wäre. Oder gehen die anderen vielleicht eher nach Typen trotzdem noch und wollen direkt eine Fee oder... Ah! Es ist wirklich eine Katastrophe. So, man hat wirklich legitim einfach keine Ahnung. Und genau deshalb hasse ich es actually, den First Pick zu haben. Ich find's grauenvoll. Mhm. Also wirklich, ich scheiß auf die Meteoros, die scheiß drauf, Dragapult oder sowas zu bekommen. Es gibt genug, cool. Also gerade für mich im Singles gibt's genug Mons, die ich mir halt noch gut holen kann. Mhm. Da wäre mir halt wirklich ein Pick, alles, was viel weiter hinten wäre, wäre so angenehmer gewesen, weil mit zwei starken Picks am Anfang zu starten, immer sehr knackig. So, wenn du ganz am Anfang bist, du brauchst so lange für den zweiten Pick. Und gerade auch dadurch, dass man Doubles spielen muss, braucht man halt durchaus auch Synergien. Ich meine, klar, ein Follow-Me-Mon und Fake-Out und sowas ist cool, wenn du dann halt nur andere Monsters, die jetzt im Endeffekt damit jetzt nichts anfangen können. Was bringt dir der Follow-Me, wenn du keinen geilen Break hast oder was weiß ich was. Ja. Oder irgendwie das zum Setup nutzen kannst und dann da einfach nur schieß mich ab, weiß ich nicht, was fällt mir jetzt gerade ein, Vesprit links daneben steht und einfach nur eine lahme Psychokinese oder so eine Kacke abdrückt. Okay, Auge jetzt auf Vesprit. Ja, ist halt jetzt so ein Fall, weil ich habe einen Mon gesucht, das so unter 110 Attack oder Special Attack hat. 105, das ist knapp. Hier ist nichts eigentlich, ist nichts Besseres, aber egal. Warte mal, ich wollte jetzt auch noch. Nee, ich muss sagen, aber das immerhin, also ich wollte den First Pick haben und ich habe auch so, ihr müsst wissen, Present Lost immer aus und ich schreibe dann so, at everyone in den GPL Orga Discord und sagt dann so, ey, wer jetzt zugucken will, jetzt. Und dann, was ist die Brücke, dein Counter? Ja. Okay. So. Also im besten Fall fangen und nicht töten. Ja. Das war der Plan. Hier, und dann habe ich sogar Present. Beim nächsten Mal sollten wir echt alle Trainer mitnehmen. Also, die sind Level 26. Da sehe ich ein, dass wir krass overlevelt sind. Ja, das stimmt. Also, das ist ja... Uiuiui. Aber ich hatte die linke Seite gerade auch gar nicht. Ja, same. Wir haben ja rechts die meisten gemacht. Also, ich habe zumindest die meisten gemacht. Ja. Hier. Ich meinte so, Present, genau mal den First Pick. Oder so, nein. Und dann hat er ausgelost und dann hatten wir den First Pick. Das fand ich cool. Weil ich wollte mal den First Pick haben. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich glaube... Das wird jetzt meine vierte Season und in zwei meiner drei bisherigen Seasons hatte ich den Last Pick und ich habe gelernt. Und er hat immer drüber rumgeheult, ne? Und jeder andere hat zu ihm gesagt, boah, ich hätte gerne diesen Double Pick. Also ich habe zu Kusha immer gesagt, ich hätte ihn voll gerne. Und Kusha immer, aber ich weiß ja nicht, was übrig bleibt. Und ich denke mir, du kannst hier im Endeffekt 8 verschiedene Draftpläne machen mit einem Double Pick. Das ist eigentlich unfassbar, wobei, geil, meiner Meinung nach. Also ich habe, in Season 7 hatte ich, glaube ich, den letzten Pick. Und ich glaube, in der letzten Season hatte ich den vorletzten Pick. Ich weiß nicht mehr genau, müsste ich jetzt nachgucken. Aber ist ja auch egal. Und ich wollte mal, also jetzt merke ich auch, okay, First Pick, anstrengend, aber ich wollte es mal haben irgendwie, weil ich hatte ihn nie und, ja, jetzt bin ich glücklich. Und ich sag... Ja, das hättest du aber auch gerne alleine machen können. Ich sag halt, aber ich sag halt, so ein Topmon halt für dieses Format hat Abend auch gar nicht so ungeil. Also, ich sag den First Pick als in der Season, ganz normalen Season. Also, Digga, Wingal, willst du heute noch drin bleiben oder, also... Ich weiß nicht, ob nochmal heute was kommt. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss speeden, sonst kommt nichts. Oh mein Gott, bitte gib mir nicht die ganze Zeit. Ich will einfach nur Pokémon. Ich will einfach nur ein Encounter. Bro, bitte keine Feder. Ich kann keine Federn mehr sehen. So, das ist jetzt das Pokémon. Du Stück Scheiße. Gib mir doch einfach ein... Das kann jetzt bitte... Alter... Ich will doch einfach nur einen Encounter. Das finde ich actually echt nervig.
würde gerne irgendwie kontrollieren können, dass ich weiß. Alter! Wann Pokémon. Ich finde nur Federn. Bro, ich habe legitim 3 Millionen Federn jetzt. Das reicht jetzt auch. Ich glaube, ich bin bald bei 20. Leid. Ich werde Federnsammler. Das wird meine neue große Leidenschaft. Hey, Junge. Andere sammeln Briefmarken. Andere sammeln Pokémon-Karten. Downy Downster sammelt Federn. Nee, das wird, glaube ich, heute einmal. Nee, es wird auch jetzt einmal heute. Danke, meine Fresse. Ey, Hopsfrost hat auch einen echt coolen Sprite in der Gen irgendwie. Ja, wenn jetzt Hopsfrost nicht so ein Riesenhaufen Müll wäre. Ey. Uiuiui. Ich sag actually. Ich muss mir ganz dringend Bälle kaufen. Papunga? Ja. Glaube ich sogar. Nein. In so SML vielleicht ganz cool. Mit so Seeds und Acrobatics und, ne, dies, das. Weiß ich nicht. Also, ja, ich sehe, was du meinst, aber ich glaube, ich habe mal überlegt, Papunga für irgendein Durchspielteam zu holen und ich glaube, es war einfach nur der größte Müllhaufen trotzdem. Ich hatte, glaube ich, früher einen Hubbelup. Und dachte mir so, ja, nein, Papunga, nein. Ihr beide nicht. Nice, hab ich. Ich hatte, glaube ich, in meinem ersten Hard-Gold-Durchspiel-Team hatte ich eine Zeit lang ein Hubbelupf und das habe ich nach meiner Oma benannt und dann habe ich es irgendwann einfach auf der Box gelassen. Okay, und was möchtest du uns jetzt mit dieser Geschichte erzählen? Ich weiß nicht, ich wollte es einfach nur mitteilen, ist mir gerade so aufgefallen. Dass, wenn du deine Oma nicht mehr brauchst, du sie einfach stehen lässt oder was willst du uns jetzt mit der Geschichte mitteilen? Nee, ich wollte einfach nur die Geschichte teilen, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie als wichtig. Ah, ich dachte, vielleicht ist trotzdem ein tieferer Sinn hinter der Geschichte, Kusha. Wollen wir mal, wie geht's dir denn, Kusha? Lass uns doch mal erörtern, wie dein Geisteszustand ich so ist. Ich habe starke Kopfschmerzen, Downy. Wenn du es ganz genau wissen willst. Das ist der optimale Anfang. Kusha, wie alt bist du? 18. Okay, wie viele Finger halte ich in die Luft? 5. Na, gar keinen. Schade, beim nächsten Mal schaffst du es bestimmt. Schade. Ich habe doch meine Hände am Controller, du kleines Dummerchen. Ah. Warte, warst du? Ah, nee, du warst. Mit irgendwem habe ich letztens geredet und irgendwer spielt mit Tastatur. Und ich war so, was? Also, ich habe früher auch mit Tastatur gespielt. Ja, ich wollte gerade sagen, du warst doch so ein Perversling, der früher mit Tastatur gespielt hat. Perversling. Aber ja. Ich sag, so mittlerweile könnte ich mir das nicht vorstellen. Also, nee, Controller ist so ein riesen Upgrade von Lebensqualität in jeglicher Hinsicht. Das ist der absolute Wahnsinn. Was ist eigentlich. Hast du einen Lieblingscontroller? So jetzt von Switch, PS4 und so? Ich glaube, welchen du am angenehmsten der PS5-Controller, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie der PS5-Controller ist, aber ich muss auch sagen, dass ich den PS4-Controller am angenehmsten vom Handgefühl und so. Wobei, ich habe hier den Switch-Controller gerade noch. Nee, ich glaube, den PS4-Controller fühle ich eher. Kriegen eine Bewertung. So. Achso. Erste Box. Ja. Neben Garnovil einfach. Okay. Du gehst dann bitte in die erste Box. Mhm. Das erste Mon. Okay. Das erste Ei. Ich krieg Lotzi mit dem Beulenhelm. Beulenhelm schon mal. Ich krieg die 5-Volt-Lampe mit dem Live-Orb, okay. Das klingt nach Landturn, Lampi würde ich jetzt einfach mal schätzen. Das stimmt, und Lotzi klingt ein bisschen nach Loturze, maybe? Das könnte aber auch einfach ein Username sein. Mon reingeschickt hat. Siehst. Funpi! Funpi, ein Süßi! Und die 5-Volt-Lampe ist tatsächlich Lampi. Was? Eine Funpi und Lampi reimen sich ja sogar. Das ist der absolute Wahnsinn. Die 5. Ich fliege vom Stuhl. Das Volt wurde klein geschrieben, aber ich muss es groß schreiben. Das halte ich nicht aus. Es tut mir leid, lieber Zuschauer. Element Pickup, Eyeshot, ich mach's auch mal ohne Bindestrich, damit das passt. Die 5 Volt. Sieht sehr valide aus, würde ich sagen. Also sieht jetzt schon mal nicht falsch aus. Aber wir müssen es noch. Bericht. Funpi ist so ein Süßer. Schaut ihn Modest, euch an. Schaut seinen kleinen Rüssel. Volt Absorb, Hidden Power, Thunderbolt. Ja, das ist legit. Ja, das muss ich jetzt nicht nachgucken. Das ist legitim. Ich muss allerdings bei mir, glaube ich, nochmal nachgucken, auch weil ich mir eigentlich auch 100... Er ist ein legitimes Funpi, Freunde. Das heißt, wir haben ein neues... Actually, sehr gutes Pärchen. Ja, Don Fahnen Anton ist ein... immer nice. Also, okay, jetzt nicht für die nächste Arena, aber für Flugarena kann man das zum Beispiel machen, schätze ich. So. Ja, ich sag, mein Donphan ist actually nicht so bad für die nächste Arena. Kommt ein Excadrill und so Zeug. Ja, das stimmt. Da kommen aber durchaus Dinge, vor denen man Respekt haben sollte. Oh nein. Oh, wir können uns hier sogar Shards kaufen. Das ist für weil die wir können ja denen dann Zeug beibringen. Ja, aber also, ich bin ehrlich, ich glaube, die wenigsten Pokémon
die wir bekommen, brauchen. Ja, ja. Also das bezweifle ich auch, dass wir da irgendwas brauchen. Wo gibt's hier die Säulen nochmal? Ja. Ich bin ehrlich, musst du nachgucken. Ich glaube, rechts unten. Also ich habe gerade ein bisschen Angst, dass es nur in Schwarz und Weiß so ist. Ich weiß halt auch, dass Schwarz und Weiß in der Stadt ist, aber ich guck mal einfach mal. Ich glaube eher im unteren Bereich. Ich könnte jetzt auch nicht auswendig sagen, wo. Poke-Wiki. Also da bin ich ganz weit weg. Wassersäulen lernen Schwarz 2. Ich kaufe mir übrigens Kumo-Milch. Ich würde es dir auch empfehlen, die zu kaufen. Smart, ja. Hast du eigentlich so ein Draftmon, das du mit dir identifizieren würdest und was du vielleicht auch so am liebsten spielst und so weiter? Das gab es ja mal auf Twitter, diese Umfrage. Auf dem PWT-Gelände. Ja, das ist... Ah, da unten. Ja, ja. Okay, ja, dann brauchen wir erst den Orden. Ja, okay. Ja, dann können wir da später hin. Draftmon. Das Ding ist, ich bin halt so großer Fan von, ich drafte etwas einmal und nie wieder irgendwie. Also was ist nie wieder, aber so, ich fasse es dann erstmal nicht mehr an. Boah, ein Mon, was ich mit mir... Hier gibt's noch eine Shellbell. Hättest du einen Mon, woran du bei mir denkst? Boah, das stimmt. Actually, ich glaube, wenn ich an dich denke, dann fällt mir legitim kein Draftmon ein. Das Einzige, was mir wirklich einfällt, ist halt Jirachi, weil ich den jetzt schon ein paar Mal hatte. Ich glaube, ich hatte den jetzt dreimal, aber... Nicht mal. Nee, auch nicht. Mir würde echt nichts einfallen. Also, bei Belex wirklich sofort... Also es bei Belex fallen Nibuna, mir Kapuriki, mittlerweile die Regenerator-Mons. Früher hat Belex gerne Cresselia, Skogla und Milotic zusammen gedraftet. Das fällt mir ein. Also ich weiß nicht, bei dir muss ich irgendwie an Rabigator denken, ich weiß nicht warum, ich muss an Kobalium. Ja, den habe ich früher. Ich muss an Kobalium denken. Sau oft früher gedraftet. Denke an. Mittlerweile denke ich. Kann man noch links oben Encounter fangen? Ich muss Bälle kaufen. Also was ich jetzt von mir noch sagen würde, wäre, also von dem her, wenn man an dich denkt, an wen man denkt, ist vermutlich Smogmog noch. Ich weiß nicht, auch, ich überlege gerade auch aus der GPL so. In der GPL wäre, also GPL ist tatsächlich eigentlich sehr einfach. Wenn wir jetzt nur auf die GPL gucken, dann ziemlich sicher Smogmog, Necrozma, Doran, Flagen. Ja, die Necrozma, Junge, ja, na klar, ja. Das wären jetzt so die ich aufzählen würde. Ja, nee, ich überlege gerade beim... Und ja? Maybe sogar Krebutak noch durch den Crab Rave, weil der hat schon einige überzeugt. Also was hat... Warte mal, Season 6 war eine dunkle Zeit. An die kann ich mich kaum erinnern. Season 7 hatte ich halt Terrakium und Sanaconda. Das war ein bisschen lustig. Ah, wenn wir schon von Maxi reden, da kommt Shell mit. Ja. Auch letzte Season? Nee. Vielleicht, nee. Nee, mir würde bei dir auch nichts einfallen. Irgendwie nicht so. Ich glaube, wenn, maybe, also von letzter Season, also von Season 7 besser gesagt, wäre mir persönlich jetzt noch Glaziola in Erinnerung. Oh, ja, das sehe ich aber. Weil ich den halt davor gar nicht... Das sehe ich aber, den habe ich auf den Markt gebracht, den Jungen. Das hat mich eh gewundert. Ich weiß noch, bei der Tierlistenbesprechung, normalerweise mache ich sowas nicht. Normalerweise, wenn ich sehe, ein Mon ist gut oder sowas, dann sage ich das auch. Aber bei der Tierlistenbesprechung habe ich mir wirklich ins Fäustchen gelacht, dass niemand gesagt hat, dass Glaziola ein Tier hoch muss. Weil der hat halt, er hat erst in der Nacht Freeze-Dry bekommen und das wusste ich halt. Ich war so, boah, der ist ja richtig geil als Last-Tier-Pick. Ich wusste auch, aber ich fand den immer noch nicht so geil. Also nicht so, dass ich den jetzt krass hochgemoved hätte. Ja doch, also wir hatten ja nur 4 Tiers und in dem 5-Tier-System wusste ich auf jeden Fall, dass er nicht mehr im letzten wäre, wenn wir jetzt 5 Tiers noch wieder hätten. Und dann war ich so, komm, der wird's gegönnt. Vor allem, weil in der Season das letzte Tier wirklich pure Scheiße war. Also, was hattest du da? Du hast Blitzer. Da reden wir nicht drüber. Also, ja, wobei, ich hatte einen Blitzer, das war ein guter Pick für das Tier, muss ich sagen. Wobei ich da auch sagen muss, dass ich das Ding fast nie mitgebracht habe. Dann hatte ich einen Pantymos. Und dann hatte ich mein ominöses 11. Pokémon, das ich nie mitgenommen habe, mit der Argumentation. Wobei der Plan actually nicht schlecht war, muss ich sagen, im Nachhinein. Da hatte ich noch Crustle.
Den ich aber auf dem Blatt Papier muss. Nö, den finde ich auch sagen, gut, ja. Hä, das eigentlich nicht. Also für die Season waren das richtig gute Last-Year-Picks, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, vor allem, weil Krussel, ja, also es gab ja Boots und Krussel hat Sturdy und es sind ja zig Millionen Dynamax-Mons rumgelaufen. Mhm. Und da war halt so die Überlegung, ja, der lebt immer einen Move dadurch. Und dann konnte ich. Oh, warum hat der 6 Pokémon? Ja, ich kann auch safe mit Impulsen einmal Aquajet drücken, oder, Downy? Ja, zu 3 Millionen Prozent. Ich frag mich gerade eher, ob das vielleicht ein Fisch. Also, ich bin ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass der zu hoch gelevelt sein wird. Oh. Wie schicke ich denn da jetzt rein? Ich glaube, ich schicke einfach mal Pandi rein. Digga, dieses Snowball will nicht drin bleiben. Ich krieg gleich einen Raster. Und das einfach nur, weil du ewig gebraucht hast, das Schneebedeckt zu fallen, weil ich dachte, ja, irgendwas komm, muss ich ja jetzt. Jetzt bin ich wieder schuld. Selbst wenn ich keine Mann sterben lasse, bin ich schuld. So eine Scheiße. Ich kann das doch gar nicht alles. Okay. Ich sehe jetzt. So Aquatel auf Rockheimer, der soll direkt. Nee, mich wundert halt, dass der 6 Pokémon auf einmal hat. Wo hat er auf einmal 6 Pokémon her? Ich sehe dir jetzt, denke ich. So, okay. Den haben wir schon mal weg. Dann. Lightscreen, okay, das ist jetzt auch. Ach, ich also bin die ganze Zeit optimal. Oh, ich bin die ganze Zeit ohne Sandama rumgelaufen, fällt mir auf, zack. Ja, auch ganz nett. Okay, Shadow Ball. Also genau genommen darfst du Pandia jetzt shoppen. Eigentlich gar nicht benutzen. Vasculin. Haha. So. Dann Stärke. Einmal Fake Out auf den. Ah, nee, das sollte klappen. Ja, also ich denke, ich schaffe das, vor allem, weil ich einen Fake-Out-Mon habe. Und wie wir alle gelernt haben, ist das natürlich super gut. Wir haben ja auch Pandien in der GPA gedraftet, dachte ich. Gibt's Pandien in der Season? Wir können den gar nicht, ja, wir können den gar sagen. Nicht draften, nein. Pandien aber auch so sagen, ja, dann. Nee. Ich sag, wenn Pandien Umkehrung hätte, wäre der bestimmt los. Nee, Pandien hat doch sogar Umkehrung, oder? Ja, ich glaube, Umkehrung ist echt. Ja, Pandien, Umkehrung ist. Oh. Umkehrung ist, glaube ich, normal, aber Dings ist nicht normal. Psycho Boost. Oder? Ja, das ist hat definitiv Pandia Umkehrung? Nicht nee, Psycho. Ist jetzt kurz nach. Umkehrung ist normal, soweit ich weiß, ja. Also, es wäre mir jetzt zumindest mal, wenn es das nicht ist. Quick Guard. Macht das nicht einfach nur gegen Prio? Weil der hat er jetzt. Ich wollte gerade sagen, der hat aber jetzt nicht verraten. Ah, doch, der hat als Verhinderability um. Actually, ah, der hat in der Gen eigentlich von keine. Wenn Basculin kommt, könnte das echt kacke aussehen. Wenn wer was hat? Okay, Freeze ist cool, wenn das Basculin jetzt Pandia angreift. Oh nein, oh nein, oh nein, nicht Pandia! Nein! Nicht Pandia! Das Ding ist, ich konnte ja, nicht. Also, ich wüsste jetzt nicht mal, was ich hätte anders machen sollen. Ich habe nicht drauf geguckt, deswegen weiß ich es auch nicht. Weil es gab wirklich keinen anderen Spielzug. So, aber das war mein bestes Pokémon gegen Stalobor. Ich muss jetzt auch noch überlegen, wie ich da reinwerfe. Ich hätte einfach, also legitim, wer ist nochmal mit wem so verpaart? Ich brauche, glaube ich, mal kurz die Info. Oh nein. Also, wenn du Nidoking tötest, töte ich dich. Also, das ist wirklich. Mit wem ist Nidoking zusammen? Drisella. Das ist mit Ja, es passt. Ich will jetzt Plaudergeist reinwerfen. Ich guck kurz. Plaudergeist mit Gewaldro gepaart, der wäre halt auch eigentlich gar nicht so. Ja, ich sehe es, aber wenn ich Onix reinwerfe, der stirbt halt einfach am besten. Ja, ja. Ja. Also ohne Onix, ja. Ich bin wirklich nur, ich dachte mir nur, ach komm, ich drülle jetzt ein bisschen Zeit, mache hier so einen normalen Kampf einfach. Also ich versuche jetzt Basculin einfach rauszunehmen. Hyperboise einfach mal die ganze Zeit. Ja, der sollte auch schneller sein als Basculin, als Barschuft. Ich denke auch, also da habe ich jetzt auch eher weniger Angst vor, wenn ich ehrlich bin. Swift kommt, okay, Hydra G ist halt der schnellste. Dann ja, okay. Hyper Voice kommt, ja gut, Wenn der schon schneller ist, dann sollte das alles passen. Basculin lebt ganz knapp. Ich glaube aber, Gator war beim letzten Mal schneller bitte, als der. Bitte. Ich bin mir unsicher. Bitte nicht. Okay. Stärke kommt, okay, das ist ein Todesbass. Junge. Na, da glaube ich noch ein Pokémon, halt das er reinschicken kann. Ich halte das psychisch nicht aus. Aber dann lege ich schon mal seinen Damen auf die Todesbox. Aber ich bin ehrlich, ich bin erleichtert, dass du auch mal ein Pokémon das sterben lässt. Aber es musste jetzt nicht sein Dama sein, wenn ich ehrlich bin. Ja, ging nur leider nicht anders. Ja, ja. Also ich hatte jetzt auch nicht viel. Also Pandi hätte ich schon noch ein bisschen behalten. Also ich habe schon gemerkt, ich glaube, bald ist der Punkt, wo der nicht mehr so wild ist, aber... Also es war jetzt noch nicht der Punkt, dass ich sage, ja jetzt. Die Arena jetzt. Hätte der wahrscheinlich einfach noch Superpower drücken können, dann von Exka nehmen können. Ja, das sehe ich. Halt Items. Wobei ich kann ja hier nicht mal. Ich kann auch nicht wechseln gegen das.
Hör mal, wir machen... Ich halte das mental alles nicht aus. Weil wenn der Wackbust und das auf Drizella geht, ist scheiße. Wenn dann eine Wasserattacke auf... Ich bin gerade actually in der richtigen Kackposition immer noch. Also warte mal, der wird, wenn er eine Gesteins... Nee, hm. Ich weiß ja nicht, was er drückt. Also wenn, dann drückt er auf dem mittleren Slot am tendenziell am ehesten eine Gesteinsattacke. Ja. Das heißt... Also ich glaube, der greift tendenziell eh immer Tarnflanke, also die Mitte jetzt an. Kannst du... Also ich wär dann für Hehe hart, weil zur Not, wenn eine Wasserattacke kommt, lehne ich mich so weit aus dem Fenster und sag, mit Evolit überlebt Onix ein. Ja, der hat doch auch Sturdy, oder nicht? Habe ich jetzt nicht drauf geguckt, aber ist ja irrelevant in dem Spiel. Wir sind Gen 5, da funktioniert... Oder? Nee, doch nicht. Nee. Gen 5 funktioniert, funktioniert so. Aber, ja, dann glaube ich, kann er nicht. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob er Sturdy hat. Ich glaube schon. Me first, okay. Das wird halt Aquatail nichts machen. Kommt. Okay, das macht gar nichts. Okay. Smackdown kommt, passt. Alles gut. Weil jetzt nehme ich das Dings raus und dann kann ich gegen meinen Onix auch noch rauswechseln und dann ist alles gut. Ja, du kannst jetzt auch... Da der wird schon. Jetzt eben mit Wasserattacke auf Onix gehen, deswegen du kannst auf Drizella gehen an sich jetzt. Ja, eben, das meinte ich, dass ich das jetzt gleich machen kann, dann ist eh alles gut. Lightscreen ist jetzt auch weg. Lightscreen war actually auch ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Und dich Shadowball ich weg. Und dann sollte das Ding hier gegessen sein. Also ich wüsste jetzt nicht... Ich glaube, Caracosta kann an dem Punkt eigentlich eh nur Aqua Jet. Maybe kann er Aqua Tail... Wobei ich glaube, Level 37 kann er es sogar noch nicht. Ja, gut, Brian. Ja, okay. Das ist auch okay. Ich glaube, ein Shadow Ball nimmt den jetzt raus. Ja, gut, dann werden wir jetzt noch einen Pokémon ausschlüpfen lassen. Okay. Du musst es mir jetzt auch kaputt machen. Wollen wir das jetzt noch machen? Weil der Part geht schon eine Weile. Ja, ich würde einmal. Ja, komm, das eine Ei. Also, das haben wir jetzt gefangen. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt noch schnell. Ja. Dann passt das. Du kannst ja schon mal, bleib einfach in Box 2, sieht bei dir. Bei dir sieht es irgendwie so viel voller aus als bei mir. Also von Eiern her voll. Ja. Ich glaube, ich hatte aber auch schon zwei Eier, die einfach. Ja, du hast halt zwei Eier, die nicht legal, legal waren, genau. Bleib mal, genau, 2-2. Ah, okay, du meinst, das Bummel ist, nehme ich jetzt einfach mit? Nein, Box 2, also Reihe 1, aber das zweite okay. Ei einfach nur. Das, Falks, das mit, Falks mit der Razor Claw oder Fox? Das klingt. Könnte ein Taubos sein? Sneeble. Oh, nee. Oder einfach Sneeble wegen Razor Claw. Achso, ja, das ergibt Sinn. Ich habe gerade so einen Vogel. Ich habe gerade so an so einen Vogel gedacht. So vielleicht. Was ja, für ein Vogel hat eine Crit-Ability oder sowas? Boah, ist Razor Claw das, was crittet? Ja. Okay, ja, dann deswegen ich aber an so einen. Ich dachte so, gibt's einen Vogel? Razor Fang ist French. Vielleicht ist es Phasersnob mit Glückspilz. So ein Ding vielleicht. Kann auch sein. Ja. Bräuchte noch eine Nummer. Ja, Box 3. Ja. Das letzte in der letzten Reihe. Alles übrig ist. Das dachte ich mir. Dass du dir das aussuchen willst. Hey, was? Da ist irgendwas. Also entweder die Person hat wirklich zwei Eier eingeschickt oder ist es einfach jetzt ein anderes Schlangen-Pokémon. Das kann auch sein. Das ist richtig. Imagine, kann aber er hat auch, so drei Eier, die hier. Also es kann hat. Halt wirklich einfach nochmal Onix sein. Ja. Ne? Und das wurden dreimal Onix eingeschickt. Oh nein, das wurde dreimal Onix eingeschickt. Ja gut, aber dein Onix lebt halt, ne? Also, dann ist der leider hinfällig. Existiert. So. Oh nein, bitte lass mich nicht noch einen Hehehart haben. Ich will nicht noch mehr Hehehart haben. Das ist genug. Sofort. Ist es jetzt wenigstens ein anderes Set? Also das erwarte ich jetzt schon. Aber es ist halt auch Choice Band. Das andere war auch Choice Band. Deswegen, ich denke einfach mal das nicht. Stimmt. Da ist nochmal Hehehart. Adamant. Hey, ob ich bin mir... Ich glaube, das kontrolliere ich jetzt einfach mal nicht. Ich bin mir da doch relativ sicher, dass das Item kannst du nicht nehmen, wenn wir den jetzt nicht benutzen. Hä? Wir setzen ihn doch einfach nur auf die Box, dachte ich. Nee, wir haben gesagt... Bei Dupes Claws haben wir doch gesagt, dass wir das dann nicht mehr benutzen. Also, dass wir skippen das Ei. Ich weiß es nicht. Doch, wir haben gesagt, dass wir es skippen. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Also darf ich ein neues ausschließen? Ja, lassen? Das wäre... Ah ja, und wenn das andere tot ist, dann darf ich den benutzen. Genau, sowas. Genau. Okay. Ich, ist jetzt in welche Box? Box 2. Ich nehme schon mal mein totes Ei. Item. Letztes Ei in der... zweiten Reihe. Jetzt kommt Hehehart, komm. Meermutter. Nee, es ist die Meermutter. Oh, okay. Hehehart. Och nein, das ist auch doppelt. Das hatte eine Schönschuppe.
Nein. Doch. Nein, bitte nicht. Bitte lass jetzt nicht Milotic auf. Bitte kein Barschwa. Lass es Gyarados sein. Oh hey, ein Barschwa. Ja gut, jetzt kann ich ruhigen Gewissens einfach mal Milotic sterben lassen zu Null. Ich habe ja noch, wenn ich will, eins. Die gute alte Meermutter. Ich hasse mein Leben. Ernsthaft. Hä? Okay. Ach so, ist ja ein Barschwa, ja, ja. Hä? Wie jetzt? Hä, was? Den haben wir doch ja, schon. Ich kann es ja direkt entwickeln. Ach so, hä, aber den haben wir doch schon. Code Haze Gold Splash. Ja, aber ich meine jetzt, wenn wir nochmal ein Pokémon fangen und Milotic tot ist. Ach so. Dann darf ich mir ja den Potenzial auch einmal nehmen. Ah. Na gut, was machen wir jetzt? Weißt du, die geringe Chance für ein Perlu war auch da. Ja, habe ich mir auch gedacht. Komm, Garnovil, das unter Garnovil einfach, komm. Lukas Bett. Mit einem Leben. Pass auf, wie das jetzt Onyx ist. Bitte. Wenn das jetzt Onyx bitte. Also für mich schreit das nach einem Nidoran mit Leben-Mob oder Monozyto. Irgendwas, was von dem Leben-Mob keinen Schaden kriegen wird. Nein, nee, Leute klatschen auf alles in Live-Hop da und die kommen. Nee, pass auf, sieh gut zu und lern. Oh, ja, sage ich ja. Aber also, das ist gutes ein saugeiles Pärchen. Yo, also. Ja, das Speedy Gonzales. Ich glaube, der hat in dem Game sogar Head Smash und Brave Bird. Das kann actually gut sein. Also, nee, das weiß ich, weil das war Present. Wenn er das kann, dann glaube ich, sehen wir das jetzt sogar das hier. Das war potenziell Present Starter, das weiß ich noch. Deswegen, weil ich habe mir einen Present ersten Part reingeschaut. Müsste Head Smash und Brave Bird reingezogen. Wir haben Adamant mit Rocket, Brave Bird, Head Smash, Rock Slide, Crunch, genau. Ich bin mir sehr sicher. Und Dead Rocket. Ach du Scheiße. Ja. Ich kontrolliere mal kurz. Also. So, ja. Das Aerodactyl ist auf jeden Fall absolut okay, legitim. Und ich hatte gerade einen Gehirnfehler, alles gut. Also, wenn das Barschwa. Also, wenn das Milotic tot ist, dann kann man das Barschwa theoretisch als Encounter einfach einlösen und das Onyx auch. Aber, weil bei dem Onyx halt durch dasselbe. Ja, wobei. Also, ich weiß halt nicht, ob es ein Fehler ist. Wir müssten mal Reshad fragen, ob die Person das dreimal eingeschickt hat oder ob es wirklich einfach ein Fehler von Reshad vielleicht war. Aber ja. Ja, da könnte man dann nochmal drüber reden. Ja. Worüber wir auch drüber reden müssen, ist, dass wir den Part beenden und dann bis zum nächsten Mal noch irgendein Pärchen reinnehmen. Das ist korrekt. Ich vermute aber fast, dass Aerodactyl Sneevil so eine Option wäre. Ja. Würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Ich muss noch schnell aus dem Pokémon Center für meinen inneren Kick. Bis dann und ciao. Bye bye.